Hallo zusammen und willkommen zu unserem kleinen Video. Hier geht es um unsere Gemeinde, das christliche Zentrum Agape, Le Centre Chrétien Agape. Und warum machen wir dieses Video? Wir möchten ein Projekt, einen Herzenswunsch von uns vorstellen, nämlich brauchen wir ein Gebäude für unsere Gemeinde. Wir waren bisher immer Untermieter und das sind wir jetzt nicht mehr und das möchten wir auch nicht mehr sein, denn wir wollen frei sein in unserem Programm, das sehr umfangreich ist. Und wir wollen einfach Räume für unsere Kinder haben und für alle Gemeindemitglieder, die sich frei entfalten können und jederzeit Zugang zu unserem Gebäude haben können, um Zeit mit Gott und mit unseren Geschwistern zu verbringen. Und dafür ist dieses Video. Hallo zusammen, mein Name ist ja Alain Okito. Ich bin Pastor in der Gemeinde Centre Chrétien Agape. Und ich bin Isabel Okito, ich bin seine Frau. Und wir sind jetzt mittlerweile 23 Jahre verheiratet und haben 8 Kinder gemeinsam. Und wir leiten die Gemeinde hier in Berlin. Köln war ja unsere Heimat und dann seit 2009 sind wir jetzt in Berlin, weil die Gemeinde hat uns gerufen. War ja schwer für die Familie, Köln zu verlassen, aber mit der Zeit sind wir echt Berliner geworden. Ja. Richtige Berliner. Die richtige Berliner. Berlin ist ja eine ganz besondere Stadt mit viel Geschichte und es gibt ja dieses Wort in der Bibel, die Ernte ist groß, aber die Helfer sind wenige. Und in Berlin ist eine ganz besonders große Ernte, die auf uns wartet, glauben wir. Also es gibt Menschen von überall aus der Welt, die auf der Suche sind in Berlin, nicht mehr wissen wonach. Und viele Leute, die auch einsam, unglücklich oder arm sind. Also genau die Leute, die mit denen Jesus auch sehr viel Zeit verbracht hat und mit denen auch wir sehr viel Zeit verbringen möchten. Und wir wünschen uns einfach einen Ort, an dem wir diese Menschen einladen können und einen Ort, wo wir diesen Menschen zeigen können, was möglich ist, wenn man ein Leben mit Gott lebt. Ja, also ich würde sagen, dass wir eine starke Familie sind mit einer sehr großen Gemeinschaft. Und wir sind, wie der Name auch schon sagt, Agape, eine Gemeinde, wo wir wirklich die Liebe Gottes auch erleben wollen und weitergeben wollen an alle, die kommen. Wir in unserer Gemeinde haben einen ganz besonderen Reichtum, der uns geschenkt wurde oder mit dem wir gesegnet wurden, nämlich wir haben sehr viele Jugendliche und Kinder, die durch die Familien, die wir haben, zu uns kommen. Und das ist ein besonderes Geschenk und eine besondere Verantwortung für uns, die wir auch wahrnehmen möchten. Denn in Berlin stellen wir fest, dass nicht viele Kinder einer Gemeinde angehören. Und wir stellen auch fest, dass viele Kinder und Jugendliche gar nichts mehr überhaupt mit christlichen Festen anfangen können und gar nicht mehr wissen, was man überhaupt Ostern feiert etc. Und deswegen wollen wir, dass unsere Kinder ganz genau wissen, was das alles ist, was es bedeutet und wie man ein Leben mit Gott leben kann und das eben dann auch in ihre Klassen und zu ihren Freunden weitertragen können. Also ich sag mal so, im Grunde genommen macht unsere Gemeinde alles richtig. Ich meine von dem Gefühl her, ja, bringt man neue Leute mit, sagt ja der Pastor, also beziehungsweise hat der Pastor ja immer am Ende des Gottesdienstes gesagt, seid frei, bringt eure Freunde mit. Und ich sag so, wie es ist. Ich glaube sogar, wenn die Gemeinde das nicht so, also wenn wir das nicht so richtig gemacht hätten, dann wäre ich heute ja nicht da. Ich meine, weil ich bin ja auch einer, der wurde von Ariel damals hergeholt, weil er auch frei war und sich getraut hat, einen Freund mitzubringen. Und ja, seitdem bin ich hier Mitglied und ich finde eigentlich, wir machen alles richtig. In der Centre Chrétien Agape, wir haben auch, wie gesagt, 13 Nationalitäten oder 13 Länder. Das ist auch eine von unserer Stärke. Es ist so schön zu sehen, diese ganze Familie verschiedener Länder, die zusammenkommen und dass wir eine Person werden. Und das ist wirklich toll. Und deswegen, wir wollen das weitermachen. Das ist unser Reichtum. Wir waren unterschiedlich.
Nationen, unterschiedliche Menschen, aber waren trotzdem irgendwie eins. So, und das fand ich, war so die Stärke unserer Gemeinde. Und dass wir uns auch einfach gut verstanden haben, zusammen gegessen haben, zusammen Sachen unternommen haben. Ich fand, das war eine sehr, sehr große Stärke von uns. Und worauf wir sehr großen Wert legen, ist, dass wirklich jeder auch verstehen kann, was gesagt wird. Das bedeutet, dass wir immer übersetzen. Also der Gottesdienst findet mindestens auf Französisch und Deutsch statt. Und wenn andere Sprachen gebraucht werden, dann finden wir auch eine Lösung. Unabhängig von Corona-Pandemie, es ist jetzt ein Jahr her, seit September letztes Jahr, 2020, dass wir keine Gebäude mehr haben. Also es fehlt uns Räumlichkeit. Das ist der Grund, dass wir seitdem unsere Gottesdienst nur online feiern können. Ich fand die Zeit in der Quarantäne, also in der Corona-Zeit, den Online-Gottesdienst am Anfang schwierig, weil mir diese Gemeinsamkeit mit den anderen Brüdern und Schwestern gefehlt hat. Ich fand es ungewöhnlich, mit der Kamera zu reden und keine Gesichter zu sehen oder niemanden in der Nähe von sich zu haben, sondern alleine mit einer Kamera zu sprechen, war schade. Und dann im Sommer hatten wir gute Zeit, da konnten wir im Park sein und auch war schön, toll, die Gemeinde wieder zu sehen, einige Leute. Aber schade, auch dadurch, dass wir keine Gebäude haben, verlieren wir auch Kontakt mit einigen von den Gemeindemitgliedern. Und das ist wirklich schade. Und deswegen sind wir heute gekommen und wir wollen euch sagen, warum. Und es geht nämlich, wir suchen nach einem Gebäude zu kaufen oder bauen. Und deswegen wollen wir euch unser Projekt vorstellen. Ja, und jetzt kommst du ins Spiel, liebe Schwester, lieber Bruder. Wir brauchen deine Hilfe, denn wir brauchen ein Eigenkapital von 250.000 Euro. Damit die Bank uns einen Kredit geben kann. Was machen wir mit diesem Kredit? Wir möchten ein Haus bauen oder kaufen. Eins, das es schon gibt und das für uns alle Möglichkeiten bietet, die wir brauchen. Oder wenn es so etwas nicht gibt, dann eben selbst eins bauen. Dass es auf eine Summe kommt von 250.000 Euro, die wir dann im September 2022 zusammen haben möchten und natürlich sehr gerne viel mehr, denn Gottes Reich baut sich mit Finanzen. Ja, was machen wir mit dem Geld, das wir bekommen, ganz konkret, außer einfach nur irgendeinen großen Haufen von Eigenkapital bilden? Ja, aus was besteht eine Kirche? Kann man sich ja vorstellen, wenn man in ein Gebäude reingeht. Jeder einzelne Stein muss bezahlt werden. Da gibt es ganz viele Dinge, die einfach mit Geld bezahlt werden müssen und die wir auch bezahlen wollen. Und dafür brauchen wir eben eure Hilfe. Ja, wir brauchen nämlich dich und dich. Wir brauchen ganz viele Menschen, die dieses Projekt mit uns tragen möchten. Also ich würde den Leuten auf jeden Fall sagen, wir brauchen euch, eure Unterstützung. Und das ist wirklich eine Investition, weil das Projekt, was wir haben, ist nicht nur für jetzt 1, 2 Jahre, 3, 4 Jahre, sondern es ist wirklich für die nächsten Generationen von Centre Chrétien Agapé, die kommen. Und ich würde sagen, dass wir schon sehr, sehr lange, also seitdem ich hier in Berlin wohne, waren wir Untermieter in der Gemeinde. Und ich finde, das macht schon einen sehr, sehr großen Unterschied, ob man Untermieter ist oder ob man sein eigenes Gebäude, seine eigenen Räumlichkeiten hat und sich dann halt auch besser entfalten kann. Man kann wirklich sein Programm machen, sei es von Kinder, Jugend, Erwachsene bis zu Aktivitäten auch innerhalb der Woche, Chorprobe, Bibeltreffen und so weiter. Das kann man halt dann viel einfacher gestalten. Man kann das einrichten, personalisieren und ich finde, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, dass man, wenn man halt schon in seinem Haus Gottes ist, dass man das auch so individuell gestalten kann und auch nutzen kann in vollem Umfang. Ja. Am Schluss Dankeschön, dass ihr uns zugehört habt. Und jetzt wünschen wir uns einfach, dass ihr, wenn ihr etwas gebt, dass ihr es von Herzen gebt, dass ihr alles, was ihr uns geben möchtet, mit Freude gebt.
Und alle Informationen findet ihr auch noch auf unserer Internetseite. Die Informationen bekommt ihr gleich noch eingeblendet. Und ich danke euch einfach und Gott segne euch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wenn Gott euch auf Herz legt, das Projekt zu unterstützen, gehen Sie bitte auf unsere Webseite und dort findet ihr notwendige Informationen, wie ihr das Projekt unterstützen könnt. Okay, was bleibt noch? Wenn nicht, bleibt alle gesegnet und gesund. Que Dieu vous bénisse et restez tous en bonne santé. Nzambe pambola bino, bozana santé malamou.